Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei The Witcher 3 Blood and Wine. Oh Mann. Ja, wir machen weiter. Hier bei unserem eigenen Weingut. Bei Corvo Bianco. Und ich bin gespannt, wie das Ganze hier aussehen wird, wenn die Restaurationsarbeiten abgeschlossen sein werden. Aber großartig die Zeit verschwenden, indem wir hier jetzt warten, meditieren und so weiter und so fort, werden wir natürlich nicht. Es gibt nämlich mehr als genug zu tun hier in Toussaint. Weshalb wir auch gleich weitermachen. Und eine kleine Nachtwanderung schadet auch nicht, oder? Die Statue von Reginaldo. Wunderschön. Was ich wohl machen möchte, ist einmal hier in den Keller hineinzublicken. Ihr wisst ja, das alles hier sah mal nicht so schön aus, sondern sehr blutig und zerstört. Und ihr seht, jetzt ist es ein feinstes Weinlager. Es ist zwar noch nicht gerade ratsam. Ah, Wasserflasche und einiges am Prüll. Es ist zwar nicht gerade ratsam, in richtige Weinkeller mit einer Fackel zu laufen, aber Geralt kennt da gar nichts. Und wie ihr hier sehen könnt, ja, ist alles ordentlich aufgeräumt. Die Leiche ist auch verschwunden und der wirkt sogar ein bisschen größer, der gute Weinkeller. Hier lag ja die Leiche. Oh wei, oh wei. Ja, schick sieht's aus. Echt schick. Und ich weiß gar nicht, was wir als nächstes machen sollen. Es gibt so viele Aufgaben, so viele Missionen, so viele Orte, die wir entdecken können. Ach Mann, ist das super. Ist das super. So. Ja, ich würde sagen, wir werfen einfach mal einen Blick auf die Weltkarte und erfahren so, welchen Ort wir als nächstes anstreben. Wir könnten natürlich hier von der Wirtschaft zum Basilisken aus hier Richtung Süden gehen. Den Rundgang hier beenden in der Ecke. Und unterwegs noch die Ruine hier und vor allen Dingen auch dieses Anschlagbrett hier mitnehmen. Wobei wir auch hier im Norden noch sehr viel haben. Seht mal, echt super. Schleifstein. Und hier eine zerstörte Brücke. Wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, wir reiten über den Basilisken hinweg, hier Richtung Süden zu diesem Punkt. Und bahnen uns dann hier den Weg die Küste entlang bis zum Anschlagbrett. Von hier aus gehen wir dann weiter die Küste entlang über diesen Wegpunkt hier hin und werden uns dann tatsächlich hier diese Ecke ansehen. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr, sehr grob gesagt, aber ich möchte gerne wirklich die Welt erstmal grob erkunden. Ihr wisst ja, ich liebe es, durch die Welt zu reiten und diese zu erkunden. Die Frage ist, welche Aufgaben eventuell da warten könnten. Zu Hause ist es am schönsten, dass wir das mit dem Warten, das machen wir automatisch. Lass mich raten. Nee, doch nicht. Hä, wo ist denn die Insel? Da oben. Ja, auch da werden wir später noch hingehen, keine Frage. Großmeister-Schemas, genau. Können wir auch mal ganz kurz nachsehen. Vielleicht befindet sich davon auch eins auf dem Weg. Denn auch die sind ja an den verschiedensten Orten zu finden. Ja, man sollte schon individuelle Aufgabe auswählen. Die Insel, zu Hause ist am schönsten, Gefängnis. Zelt des Doktors, auch das müssten wir eigentlich zeitnah einmal machen, sonst verstirbt der Gute noch, bevor der uns um eine Aufgabe bitten kann oder um Hilfe bitten kann. Aber wo genau ist das? Ach, seht mal, auf dem Turniergelände. Oder wir machen das zunächst. Besuche den armen, armen Ritter im Zelt des Doktors. Wäre sozusagen direkt vor der Haustür und vor allen Dingen natürlich auch eine eigentlich recht dringliche Aufgabe. Machen wir auch, oder? Plötze! Plötze, Plötze, Plötze! Ja. Fress mal lieber, statt zu kommen. So kenne ich dich. Okay. Dann gehen wir erstmal dahin und reden mit dem armen, armen, kranken Ritter, der ja ordentlich durch die Gegend geschleudert wurde in der Arena. Darf man nicht vergessen. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier verändern wird. Ich bin gespannt. Und danach werden wir aber wirklich dann vom Basilisken aus erst etwas die nördlichen Regionen erkunden. Ach, Mann, oh Mann. Und ihr seht auch, nachts ist es hier wunderschön. Ah ja, ist das toll. Na komm, Plötze, einmal außen rum. Schön den Weg entlang reiten. Wir können mal ein wenig galoppieren, gar kein Problem.
Das Turniergelände. Okay, und hier ist bereits das Zelt. Hexe, ich habe ein Anliegen von höchster Dringlichkeit. Ich muss dich sprechen. Ja, ich komme ja schon. Du siehst aber wieder ganz fit aus. Und jetzt sehen wir auch sein prächtiges Haar. Ich habe mich richtig erschrocken, als wir die Abbildung gesehen haben. Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Womöglich sogar verflucht. Okay. Lass mich die Symptome raten, ja? Verzaubert, verflucht? Mit sowas kennt Geralt sich ja relativ gut aus. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl, eingebildet und abweisend, obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat. Hexer, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht leugnen. Ich fürchte, sie ist das Opfer böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte. Ich sag ja, die Leute in Toussaint haben zwei Probleme. Was sie essen und wen sie lieben. Ja gut, wie kommst du denn darauf, dass sie verflucht wurde? Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann? Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal, als würde sie sich in Luft auflösen. Okay, vielleicht hast du dich verhört. Naja gut, das klingt aber eher weniger nach einem Fluch, sondern vielmehr nach einer Frau, die das Gefühl hat, als würde man ihr nachstellen. Ja. Ja, ist dir sonst so etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein. Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Aber die Leute reden. Worüber? Darüber, wie verschlossen Vivienne ist. Und dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht. Dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches finden. Geralt, bist du dir da ganz sicher? Ja, aber vielleicht hast du dich auch einfach nur verhört und in der ganzen Geschichte ist gar nichts dran. Was du da gehört hast, vielleicht war sie einfach heiser. Würde ich es für möglich halten, dass dieses Geräusch natürlichen Ursprungs war, hätte ich niemals deine kostbare Zeit verschwendet. Stimmt auch wieder. Ja, weißt du denn noch mehr über sie? Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer ist sie? Was weißt du über sie? Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter.
Mehr weiß ich nicht. Denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier ein. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Bitte was? Okay. Ganz, ganz langsam. Ich dachte, es geht sich jetzt bloß um ein kleines um einen kleinen Auftrag, um die Liebe, ja, in Fahrt zu bringen. Aber jetzt müssen wir auch noch bei einem Turnier mitmachen. Reden wir erstmal über dieses Turnier. Wie funktioniert das Turnier genau? Das ist die Veranstaltung des Jahres. Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehre natürlich. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Ich habe mich schon qualifiziert und hatte große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivienne tust du alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, Liebe über Umwege. Er hat aber schon schöne Locken, oder? Ja gut, die Belohnung. Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ich an Turnieren teilnehmen muss. Das wird was kosten. Ich bin kein schwerreicher Mann. Aber natürlich sollst du einen gerechten Lohn erhalten. Was verlangst du? Ja, schon so einiges. Ich würde schon mal so die 600 ansteuern, oder? Ich habe Freunde, die ich fragen kann. Sicher leihen sie mir was, aber nicht mal das würde reichen. Kannst du nicht etwas runtergehen? Ja, aber nicht viel, mein Freund. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Auftrag. Einverstanden. Diesen Betrag kann ich aufbringen. Na gut, dann ja, auf zum Turnier, oder? Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Ich habe gehofft, dass wir bei einem Turnier mitmachen können, wirklich. Ja, ich würde sagen, fangen wir an mit den Schießübungen. Schießen wir. Darauf habe ich am meisten Lust. Na, super. Komm mit. Beim Schießwettbewerb misst du dich mit anderen in Sachen Zeit und Präzision. Wer zuerst alle Ziele trifft, hat gewonnen. Hoffentlich ist meine Hand so ruhig wie die von dem Liebesengel, der dein Herz getroffen hat. Manchmal begreife ich wirklich gar nicht, was du sagst. Geralt spricht in Metaphern. Okay, ganz kurz. Genau, Vivienne, den Eintrag würde ich gerne lesen. Vivienne? Hier. Ah, okay, das ist das Mädchen, ja, logisch. Das Mädchen, das mit bei der Herzogin war. Vivienne war eine Hofdame Herzogin Anna Henriettas. Sie war geheimnisvoll, distanziert und schweigsam, doch ihre Schönheit faszinierte die Männer. Den Beweis dafür erhielt Geralt, als er einen Auftrag von dem Blondschopf annahm, der Vivienne liebte und glaubte, sie leide unter einem Fluch. Geralt musste am Ritterturnier teilnehmen, um eine Audienz bei ihr zu erhalten, denn die Hofdame war die Schirmherrin der Veranstaltung. Ah ja, es wurde ja schon ausgerufen, wisst ihr noch? Der Herold hat ja auch ausgerufen, dass Vivienne die Schirmherrin ist. Was auch immer das bedeuten mag. Okay. Schießstand bei Nacht. Rein Interesse halber könnten wir theoretisch meditieren, bis es hell wird. Nicht sauer sein, aber das ist, glaube ich, schon am Tag schöner, oder? So. Ja, der Eindruck ist schon ein bisschen anders. Oh,
Oh Gott. Schießübungen. Triff die roten Ziele. Tada! Gar kein Problem. Flinke Finger hier. Nochmal? Ja, einmal noch, oder? Ich versuche es gerne nochmal. Es darf mich gleich nicht schief gehen beim Turnier. Ja, aber es geht schon. Es geht. Gesänge eines Ritterherzens. Der Missionsname schon. Ach ja, ist das toll. Nochmal? Nö, also schießen, das reicht. Das sollte funktionieren. Genug geschossen. Und wohin jetzt? Möchtest du meine Meinung wissen? Wenn ich du wäre, würde ich vor allem auf dem Rennparcours üben. Ja, Reitkünste. Ja gut, dann die Reitkünste. Reiten wir ein wenig. Das wird Plötze gefallen. Gute Idee. Plötze, der Rennparcours. Lass mich raten mit Springen und Galoppieren und scharfen das Kurven und allem. Das hat andere Regeln als die üblichen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Okay. Gute Gesundheit. Die auch? Ach, ist das toll. Die Idee mal wieder. Unterwegs ein paar Kräuter sammeln. Ach ja. Ah, das glaube ich eher weniger. Das Biest ist nämlich ein Vampir, der hier ganz zufällig wobei. Das stimmt ja sogar, oder? Es liegt ja schon teilweise an den Tugenden, dass unser guter Vampir hier sein Unwesen treibt. Wir dürfen auch die Haupthandlung natürlich nicht vergessen, ne? Wir treffen Regis auf dem Friedhof, um uns überzeugen zu lassen, dass sein Vampirfreund gar kein schlechter ist. Das war die Hauptaufgabe bis hierhin. Aber ihr merkt, solche Aufgaben hier muss man doch einfach machen. Okay, wir laufen mal ein bisschen. Das ist dann wohl später der Rennparcours. Und wir gehen jetzt zum Testparcours. Alles klar. Die Herzogin hat ihn bestellt. Ja, das hat sie. Ach, Mann, oh Mann. Ich freue mich schon, Leute. Ich freue mich riesig. Ein Pferderennen. Es ist alles bereit. Nun hör zu. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust treffen. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Was? Weiter so, Plätze! Okay, da muss ich auf jeden Fall das Zentrieren wieder anstellen.
War ein Treffer oder nicht? Ganz kurz. Mach langsam. Ich muss auf jeden Fall hier die Zentrieren-Funktion wieder einstellen. Steuerung, war das hier? Nee. Spiel. Zentrieren der Kamera. Aber das mit dem Zieltreffen ist echt schwierig, auch im Nahkampf. Also das wird alles andere als einfach. Versuchst du es nochmal? Ich kann weitere Attrappen aufstellen. Ja, natürlich. Es kann nicht schaden, noch einen Durchgang dran zu hängen. Übung macht den Meister. Das gilt auch für Hexer. Dass Geralt das jemals sagen würde. Lauf, Blitze! Das war doch ein Treffer, oder nicht? Ich glaube schon. Ich glaube das auch. Nee, das war kein Treffer, glaube ich. Ich bin mir echt unsicher mit den Treffern, das ist... Jetzt haben wir getroffen. Die Frage ist, inwiefern das Ganze auch ohne Extrazeit möglich sein wird. Reite schnell! Schnell, Plätze! Oh, das war knapp. Ja, also mit den Zielen treffen wird schwierig, aber ich denke mal, auch das ist durchaus möglich. Zumal wir auch zumindest jetzt genug Zeit hatten. Reicht es dir? Oder willst du nochmal reiten? Nee, das reicht. Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslaugen. Und wohin jetzt? Man kann plötzlich nicht auslaugen. Ja, fehlen noch die Kampfübungen. Warum nicht Klingen wirbeln, tänzeln und schwitzen? Also schön. Wir üben Einzelkampf zwischen Infanteristen. Jeder Ritter wählt seine Kampfmethode selbst. Reinfahren kämpft zum Beispiel immer mit der Hellebarde. Ach du Schande. Komm mit. Wir wählen die Schwerter. Zusammen mit anderen Rittern. Der Kampf ist echt ein Scharmützel nachempfunden. Zum Schluss wird dein Platz auf dem Podium per Zweikampf bestimmt. Wie gerne hätte ich gegen die Besten gekämpft. Jetzt denke ich nur noch an Vivienne. Vermutlich ist es gut, dass du an meiner Stadt antrittst. Ich glaube, ich könnte mich einfach nicht konzentrieren. Für wahr, mein Lieber. Gesänge eines Ritterherzen. Und ich dachte, das wäre eine ganz kurze Aufgabe und jetzt ist sogar diese Aufgabe so genial. Ich habe echt gehofft, dass wir irgendwie am Turnier teilnehmen können. Und das ist wahr. Mein Wunsch ist wahr geworden. Wir entfernen mal ganz kurz hier die Markierung auf der Karte. Auf lange Sicht brauchen wir die nicht. Entschuldigung. Wo einst die Tugend regierte, ist heute nur noch hier. Hier gibt es nichts zu sehen. Weitergehen. Ach ja, das Turniergelände. Ach ja, ach ja. Stell dich in die Mitte des Übungsplatzes. Ein Ritter wird dich herausfordern. Oh wei, oh wei. Da lasse ich mich nicht zweimal bitten. Ich lasse dich ausbluten wie ein Schlachtschwein. Es ist noch nicht zu spät, dich zu ergeben. Darf ich auch? Nee, okay, wir dürfen keine Zeichen nutzen. Tja, so viel dazu. Möchtest du noch ein wenig länger üben? Ganz ehrlich? Na komm, einmal noch. Ich könnte sicher noch etwas Übung gebrauchen. Schließlich kämpfe ich sonst gegen Monster, nicht gegen Ritter. Ich bin gespannt, wer jetzt kommen wird. Hoffentlich ein anderer Ritter. Endlich kehrte ich stehe meinen Mann. Doch
Vorsicht! Ich mache keine halben Sachen! Autsch! Wow, 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 wir haben nicht mal Schwert in der Hand. Boah! Na komm! Na komm, Freundchen! Uah! Na komm! Du wirst es nie lernen. Hey, ich lebe doch noch! Nein! Willst du noch üben? Ja, natürlich! Ich könnte sicher noch etwas Übung gebrauchen. Schließlich kämpfe ich sonst gegen Monster, nicht gegen Ritter. Darf ja nicht wahr sein. Nee, 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 nee. Du willst kämpfen? Warum nicht? Ah ja, da ist der mit der Hellebarde. Autsch, oh. Boah. Meine Güte, also das könnte doch spannender werden, als ich dachte. Aber okay, nee, wobei... Möchtest du noch ein wenig länger üben? Nee, komm, das reicht. Ich glaube, das reicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber noch der schlichteste Hexerauftrag erfordert mehr Können als diese Art Kampf. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen. Ah ja. Geh ins Anmeldezelt und nimm am Turnier teil. Doch was muss er erfahren? Die Liebste ist verheiratet, gerade nach all den vielen Jahren. Mit einer Rüstung bist du verrückt? Guy de Bois Fronet oder so ähnlich? Mit Rüstung Liegestütze, Respekt. Respekt, Respekt. Das würde ich jetzt so nicht mal schaffen. Okay, Städter, Städter, Städter und Händler. Natürlich nutzen hier die ganzen Händler der Stadt auch die Möglichkeit, um ihre Lebensmittel bzw. generell ihre Handelsware zu verkaufen bei einem solchen Menschenauflauf hier. Kann man sicherlich nachvollziehen. Aber gut. Langeweile in Reinform, wie immer. Langeweile in Reinform. Er geht aber nach Wählen. Da ist es ganz und gar nicht langweilig. Schicke Zelte hier. Oh, Armbrustdolch und Entfärber. Ach, es gibt Entfärber. Gut zu wissen. Die Papierfetzen unseres guten Ritters. Oh, schöne Vivienne, deine Augen sind die einer Taube. Rubinrot strahlen deine Lippen. Durchgestrichen deine... Deine sind wie junge... Unleserliche Zeile. Deine Hände sind wie zwei weiße Monde. Wann, ach wann, schenkst du mir einen Blick? Ja, das hätte ich aber auch durchgestrichen, ganz ehrlich. Edle Alondra... Die edle Alondra wird weiterhin für nichts als ein Mythos gehalten. Doch nach akribischer Durchsicht der Quellmaterialien konnte ich zweifelsfrei feststellen, dass der Mythos auf wahre Begebenheiten zurückgeht, an denen Alondra, eine Frau aus Fleisch und Blut, wahrhaft teilnahm. Was wissen wir über die edle Alondra? Als Mann verkleidet und unter falschem Namen tat sie ihren Dienst als Knappe. Doch just vor dem Ritterschlag gab sie preis, wer sie wirklich war und wurde so gezwungen, ins Exil zu gehen. Sie lebte in der Wüste und beschützte Pilgerer als der geheimnisvolle Reiherritter. Sie kämpfte bei der Schlacht am Carvon-Pass, so, wo sie schwer verwundet wurde. Als man sie ins Feldlazarett brachte, erkannte man schließlich, wer sie war. Uns ist bekannt, dass die Herzogin sie für ihre große Tapferkeit zum Ritter schlug und so wurde aus ihr die Heldin vieler Geschichten, die der Rechtschaffenheit und Großzügigkeit ihres Wesens gerecht werden. Alondras Verschwinden bleibt jedoch ein Geheimnis. Die bekannteste Legende besagt, dass sie von der Dame vom See gerufen wurde und zum Grund des Sees reisen musste, wo sie bis heute dieses unterirdische Reich bewacht. Naja. Ja. Ruhe dich erstmal was aus. Genau, du lest schön. Einladung zur Hasenjagd.
Ah ja. Der Hase hat großen Schaden angerichtet. Als das Einhorn schlief, klaute er sein Horn. Als der Phönix fort war, stahl er sein Ei. Und den goldenen Fisch aus König Cormorans Teich ließ er auch mitgehen. So kam es schließlich, dass das höchste Gericht der Tiere den Hasen zur Jagd freigab und diese nahm Feige, was? Und dieser nahm Feige Reis aus, so schnell ihn seine Läufer trugen. Seinen Stolz warf er unterwegs über Bord und suchte sich ein Versteck. Folgt dem Aufruf des Gerichts, begebt euch zu den Palastgärten und nehmt teil an der Hasenjagd. Findet die Beute des Hasen und den Hasen selbst, so werdet ihr reich belohnt. Im Namen ihrer allergnädigsten Herzogin, der obersten Gerichtshof der Tiere. Ich sag da gar nicht zu. Ja, und dabei ist unser guter Freund gestorben bei dieser Hasenjagd. Gekleidet in einem Kostüm. Echt peinlich. Okay, auf zum Anmeldezelt. Der Hexer sieht ja gut aus. Ah ja, wenn du das sagst.